Wir wurden gegen 17 Uhr von der Kreisleitstelle Recklinghausen zu einem Busunfall auf der Karlstraße hier in Castrop-Rauxel alarmiert. Vor Ort stellte sich dann die Lage für die eintreffenden Kräfte so dar, dass ein Linienbus der Herne Castrop-Rauxler Straßenbahn von der Fahrbahn abgekommen und in ein angrenzendes Einfamilienhaus geprallt war. Bei dem Aufprall wurde sowohl das Gebäude stark beschädigt, als auch der Bus massiv beschädigt und der Busfahrer wurde dabei auch eingeklemmt. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben dem Busfahrer nur ein weiterer weiblicher Fahrgast in dem Bus. Die Rettung des eingeklemmten Busfahrers gestaltete sich aufgrund des Schadensbildes als sehr aufwendig, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um einen Unfall mit einem Elektrobus handelte, wo auch Hochspannungsleitungen verlegt sind, sodass die Einsatzkräfte bei dem Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät also sehr vorsichtig vorgehen mussten, um sich nicht selbst zu gefährden. Und während der gesamten Zeit der Rettungsmaßnahme wurde der schwerstverletzte Busfahrer auch von einem Notarzt medizinisch versorgt. Auch die Person, der weibliche Fahrgast, wurde nach der Erstversorgung im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik transportiert. Der Fahrer des Busses, nachdem er befreit war, mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Der Bus steckt nach wie vor im Gebäude und wir gehen davon aus, dass der Einsatz sich auch noch über mehrere Stunden hinziehen wird. Es ist nämlich auch zu prüfen, inwieweit das Gebäude einsturzgefährdet ist. Dazu sind auch Vertreter vom Technischen Hilfswerk hier vor Ort, ein Bausachverständiger, um dann auch die Statik zu überprüfen. Und das wird dann auch begleitend sein für und entscheidend sein für die weiteren Bergungsmaßnahmen von dem Bus, der zurzeit eben immer noch in dem Gebäude feststeckt. Die Bewohner des Hauses sind glücklicherweise unbeschadet geblieben, haben natürlich durch das Ereignis einen Schock bekommen. Wir sind mit rund 40 Einsatzkräften in der Hochphase des Einsatzes hier vor Ort gewesen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Aufgrund mehrerer Anrufe hatte die Kreisleitstelle einen sogenannten Mann 5 ausgelöst, das heißt Massenanfall von Verletzten, dadurch auch ein erhöhter Ansatz von Rettungsmitteln und Rettungskräften. Dies war jetzt der erste Unfall mit einem Elektrobus und meines Wissens auch der erste Unfall auch von dieser Schwere hier in der Umgebung.